mein erster Köhler auf Gummifisch, auf dem MB Stint, Bravo Motor Oil, Jigkopf MB Fishing Spezial mit 60 Gramm. Und der erste Fisch überhaupt während der Tour, die wir dort waren. Gebissen ungefähr auf einer Tiefe von 100, 150 Meter. Ganz genau kann man das nie so ganz abschätzen. Aber es war mega und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, mein erster Fisch, man darf sich freuen. Und ich kann das nur jedem empfehlen, es macht richtig Spaß. Auch solche Momente gehören einfach zum Angeln dazu. Ich spule mal bewusst an dieser Stelle vor, weil die Drillsituation selber muss ich hier jetzt nicht 5 Stunden aufhalten, aber man sieht wenigstens, dass wir dort gedrillt haben und der Hannes, man sieht das hier auch mit der Rute, hat das richtig gut gemacht, dass die Rute immer schön auf Spannung bleibt. Na, was kommt denn da? Schön. Hier, Tobias hat schon wieder. Toll. Immer noch, wenn ich runterlasse, was soll das? Kannst du das mal lassen? Das ist ätzend. Ich habe nämlich keine Schnur mehr genommen. Ich war fast nur verloren, ey. Was musstest du denn jetzt markieren? Ja. Wofür ist das gut? Am besten gleich bei dir. Weil hinterher wieder behauptet wird, ich hätte Kleinsten. Das ist egal, es ging noch nie um den Fisch. Das wird sowieso behauptet. Es geht doch nur um den Fisch. Dann der nächste Fisch in Großformat. Tobias, kommt der rote Kopf vom... Hä? Marmelade. Ja, das ist die Himbeermarmelade, die kommt jetzt hoch, die war ja auch rot. Pumpen! Auf den Speedy! Billy Gonzalez. Da kommt er. Ah, schöner Seelachs. Kriegst du ihn reingehoben oder wolltest du lieber gaffen? Zwischendurch Köder wechseln kann ich nur jedem empfehlen. Hier wechsle ich von einem Schwarz-Grün auf eine Brieslingfarbe in bräunlich. Sehr gute Farbe, kann ich nur empfehlen. Halbe Strecke, so 100 Meter schätze ich.
so viel Spaß die Angelei auch macht, so anstrengend ist sie. Vorsicht. Danke. Was ist da los, Tobias? Macht keinen Spaß, ne? Hä? Und darum grinst du auch wie ein Honigkuchenpferd, ne? So klein sind die aber, glaube ich, gar nicht, dass du da hochpulst. Oder hast du die Rolle extra leer gemacht? Hä? Ja, er nimmt sich schon ein bisschen Schnur. Ey. Dein Bier leer, Jens? Ja. Kann ich... Nee, ich mach jetzt gerade. Soll ich reinpissen? Kurz. Einer der wohl wirklich schönsten Momente ist, wenn an Bord alle irgendwo einen Fisch am Haken haben und die Gemeinschaft sich einfach freut, und es ist einfach nur ein Wahnsinn, in der Natur zu angeln und eigentlich in einem, wenn man sich das anguckt, Gewässer, wo man keinen Anhaltspunkt hat, dann Fische bekommt. Ein echt Wahnsinnserlebnis, und ich kann das nur jedem empfehlen. Es macht Spaß ohne Ende.